Günther ist hier mit am Start. Ja, auch noch ein Pferd. Unsere Pferde. Haben wir noch nicht alle benannt? Ich weiß nicht, ob uns die Namensschilder fehlen oder warum wir es nicht benannt haben. Hier ist noch ein Schneemann, der einfach scheiße aussieht. Ich weiß nicht, warum ich den noch da habe. Unsere Fabrik. Stimmt, dann haben wir da hinten ja auch noch was gebaut. Da will ich mal kurz rein. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da gebaut haben. Hier sind noch ein paar Eichenbäume, die wir abholzen könnten. Ich schaue mir kurz erstmal das da hinten an. Daran habe ich gar keine Erinnerung mehr. Okay, da haben wir eine Fabrik oder eine so Art Minenschacht gebaut. Sieht auf jeden Fall an sich sehr, sehr geil aus. Ach, und dann geht es hier in so einen Raum rein. Aha. Haben wir sonst hier schon weitergebaut? Nee. Ich glaube, da habe ich einen Minenschacht nachgebaut, den ich woanders mal gebaut hatte oder so. Okay, hier ist sonst weiter nichts. Hätte sein können. Selbst hier die Kiste ist leer. Aber schön zu wissen. Daran habe ich zum Beispiel gar nicht mehr dran gedacht. Dann können wir hier gleich auch wieder raus. Ich wollte ja, wie gesagt, nur schauen. Nur schauen, nicht anfassen. Und es regnet, na toll. Wie ich lebe, Regen liebe. Ich wollte ja sagen, wie ich liebe Regen. Ach, toll. Ah, ich muss wieder was essen. So, unsere Fabrik da, die kennen wir ja. Jetzt habe ich mir fast auf die Zunge gebissen. Unsere Schafe, oder generell unsere Mob-Farm, unsere Tiere. Wir wollen jetzt in unseren Keller hinein. So, da es jetzt regnet, leckt es hier und da doch nochmal ein bisschen mehr im Game. Aber sollten wir hinkriegen. So. Die Bedbox ist voll und hier MFE. Da packen wir mal erstmal die Schuhe rein und hier unser Jetpack. Wird dementsprechend jetzt ordentlich entladen. Nur wir brauchen die Energie wieder in unserer Rüstung drin. Weil sonst geht sie kaputt und es war damals sehr, sehr aufwendig, die herzustellen. Ist ja auch erstmal nur eine Vorstufe. Es gibt ja noch eine bessere Rüstung, die ich mir auf jeden Fall noch machen werde eines Tages. Nur da muss ich mich dann auch erstmal wieder in die Mod reinfuchsen. Das ist halt nicht ganz so einfach. So. Hier haben wir ja, glaube ich, auch noch ein paar Dinge hier. Ja. Unsere Werkstation, wo wir das damals gebaut haben. Hier, verätete Eisenbahn und leere Zellen. Können wir gleich hier mal auffrischen. Um verätete Eisenbahn herzustellen. So. Dann Bedbox ist fertig. Unser Inventar ist auch vollgemüllt. Da werden wir gleich zum Lager gehen. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Irgendwas Neues bauen, habe ich Bock. Irgendwas Neues bauen. So, Brustpanzer schnell noch aufladen. Das ist schnell gemacht. Und dann sind wir einsatzbereit. Sehr schön. Haben wir hier den. Ja, da haben wir noch Stein. Oh, lauter Stein. Okay, gut zu wissen. Regnet es noch? Natürlich. Ach man, ich mag keinen Regen. Aber es ist halt auch nicht Nacht. Sagen ist da jetzt die Sonne, aber nee, es ist einfach nur vom Glowstone her. Ich mag keine Nacht. Das sieht man jetzt auch so wenig. So, hier haben wir ja einen Weg gebaut. Das führt da hinten zur Werft hin, ist aber noch nicht fertig. Ich habe schon einen Zombie, ey. Ich weiß nicht, wo der ist. Weiß nicht, wo der ist. So, wollen wir hier bei uns irgendwie ein Häuschen bauen oder woanders? Ich würde sogar sagen, woanders. Aber ich wollte sowieso erstmal zum Lager. Vielleicht hat bis dahin der Regen dann aufgehört, bis ich dann wieder aus dem Lager raus bin. Ich hoffe es. Weil mit Regen lässt sich das einfach schlecht bauen. Hier ist unser Windkraftwerk. Ich weiß gar nicht, wie viel Protection, nee, wie viel Haltbarkeit hat unser Propeller dort oben noch. Schauen wir mal kurz. Auf jeden Fall ist sehr, sehr viel Wind momentan. Das ist sehr, sehr gut, weil wir die Energie brauchen. Oh, rote Haltbarkeit, 90% noch. Sehr, sehr schön. Dann wieder wechseln.
Darf ich kurz mal schauen, ob das überhaupt noch hinten heile ist? Nicht, dass die ganzen Items jetzt so da rausfallen, weil wir ja das automatische Lagerungssystem haben hier. Boah, da weiß ich auch noch, wie ich damals da ewig dran gewerkelt habe. Uiuiui. So, die Dinger sind nicht in Betrieb. Oder vielleicht, weil jetzt einfach kein Item drin ist. Ich packe mal hier zwei Sticks rein. Die Sticks gehen durch, aber warum sind die Dinger hier nicht in Betrieb? Grafikfehler? Das kann natürlich sein. So, da gehen die Sticks entlang und werden dann dementsprechend gleich beschleunigt, oder? Doch, werden beim goldenen, glaube ich, beschleunigt. Ja. Okay, gut. Es funktioniert noch. Das war meine Sorge gerade. Nicht, dass die Items, die ich jetzt da reinschmeiße, verloren sind. Ah, hier durch die Gänge zu laufen, das ist so geil. Achso, okay. Dann sind das hier ja unsere Lagerungstruhen. Packen wir mal das Herz hier rein. Das da, das da, das da. Das Ding brauchen wir jetzt auch nicht so viel. Das Holz nehme ich mal mit. Bett nehme ich mal mit. Die Stufen können hier mal rein. Das Holz will ich da lassen. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Ja, gut, das passt auch an sich so. Die Äpfel können hier meinetwegen auch noch rein. Gut. Und es regnet immer noch. Na, klasse. Ist so langsam mal Nacht. Gibt es jetzt Slash Time irgendwie so? Time Set, Time Add. Gut, das will ich jetzt eher weniger. Ich dachte, ich kann hier was Slash Date irgendwie so. Nee, gibt's nicht. Dass ich mir die Uhrzeit anzeigen lassen kann. Das wäre schon irgendwie nützlich. Oder haben wir hier ein paar Uhren aufgehangen damals? Glaube nicht. Was ist denn hier noch drin? Ach, das muss ich noch zerstören. Hier nochmal Nano-Zwietrüstung. Das war durch ein Backup oder irgendwie kam das zustande, oder weil ich irgendwie doppeltes Inventar hatte. Ich weiß nicht, warum ich das da. Woher ich das bekommen habe. Ich glaube, das war damals, als Jonas da war, irgendwie und danach gab es ein paar Fehler. Irgendwie so. Und wir können schlafen. Ja, geil. Dann ist der Regen weg. Sehr schön. Och, und ich habe wieder Hunger. Ja, moin. Ja, aber wie gesagt, Jonas kann man ja bestimmt wieder einladen, wenn er Lust hat. Ich glaube, er hat sogar noch die Mods. Muss ich mal bei ihm mal nachschauen. Und dann kann er mal wieder dabei sein. Oder Tom, obwohl bei Tom, weiß ich nicht. Er hat immer viel zu tun in letzter Zeit, auch wegen Schule und so. Und in also Minecraft zockt er nämlich gar nicht mehr. Sam auch nicht mehr. So, ich wollte eigentlich nachschauen, wo wir das bauen können. Ich hatte eigentlich einen anderen Ort in Planung. Boah, was hatten wir denn hier drin jetzt nochmal alles gebaut? Da hatten wir. Alter, wir haben den Lavaboden wirklich hier gemacht. Dann ging es hier hoch, aber da hatte ich nichts weiter erstmal gemacht, weil ich nicht weiß, was ich da machen kann. Okay, gut zu wissen. So. Ich hatte einen anderen Ort geplant. Stimmt, da hatten wir ja damals hier noch da hinten geterraformt. Boah, ist das lange her. Und zwar vielleicht da hinten, wo der See ist. Da passt auf jeden Fall ein Haus nochmal ganz gut hin. Soll so Art Villa werden, würde ich mal behaupten. Und ja. Mal schauen, was daraus wird. Ist ein spontanes drauf losbauen. Und zwar hier. Dementsprechend werde ich erstmal hier terraformen müssen. Ja, na toll. Wie ich doch terraformen liebe. Problem ist so, ich habe hier kaum Erde dabei. Ich werde das einfach hier über terraformen. Ja, ich werde mir, obwohl. Ja, mal schauen. Was man da machen lässt. Oder was sich da machen lässt. Rucksäcke sind ja leer, außer der hier, aber da ist leider keine Erde drin. Nochmal zurück. Ich wusste nicht, dass wir hier terraformen müssen. Ja, ich werde auch gleich die Aufnahmesession generell beenden. Habe ja jetzt hier eine Dreiviertelstunde oder so oder fast eine Stunde aufgenommen. Das passt fürs Erste. Ich muss ja an die Parts auch erstmal hochladen. Ich weiß nicht, wann ich die veröffentliche, ob ich warte bis
das Let's Play zu Inside vorbei ist, ob ich das jetzt generell so nebenbei veröffentliche und wie häufig das in der Woche kommt, kann ich auch nicht sagen. Damals kam es ja jeden Tag. Später dann nicht mehr jeden Tag. Aber anfangs war es ja für jeden Tag ge gedacht. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Das kann ich euch gleich sagen. So, Erde, gab es das nicht hier hinten irgendwie so? Cobblestone, Erde. Und davon eine ganze Menge. Ja, die Kisten sind relativ voll. Da haben wir jetzt erstmal ein bisschen Erde geholt. Terraform jetzt hier nochmal ein bisschen was. Und dann geht's in der nächsten Aufnahmesession, im nächsten Part dann weiter. Ich denke mal, es wird jetzt eine Folge oder so lang dauern, das Terraform. Nicht ganz so lange, hoffe ich zumindest. Und das Haus, da habe ich schon ein paar Vorstellungen zu. Aber konkrete Pläne werde ich mir erst später dazu machen. Moment mal, es ist viel zu weit vorne. Ich möchte hier nicht alles terraformen, also so hobbylos bin ich dann auch nicht. Hier, sagen wir mal hier eine Grenze. Sagen wir mal hier die Grenze. Ah, oh, Jetpack nervt. Tschüss. Muss natürlich hier richtig angepasst sein, dass es auch noch natürlich aussieht. So. Hier unten. Dann werde ich das alles auf diese Ebene drauf packen. Keine Ahnung, wie weit das bis nach hinten hingehen soll. Aber nicht so weit. Das soll ja auch nur ein Haus werden. Dieses Haus wird, denke ich mal, keine sinnvolle Funktion haben. Eher vielleicht einfach nur dekorativ oder dass ich einfach auch mal ein anderes Haus habe, wo man sich mal zur Ruhe legen kann. Wie gesagt, nichts Besonderes. Boah, Terraform, da bin ich auch schon so ein bisschen aus der Übung raus. Das letzte Mal, wo ich geterraformt habe, ist zwar nicht lange her, aber das war im Creative Mode. Wirklich in Survival geterraformt. Das ist schon ewig her. Ja. Wie gesagt, ich muss auch erstmal hier wieder reinkommen. Das Spiel so ein bisschen. Braucht auch neue Ideen. Wenn ihr natürlich irgendwelche Ideen habt zum Bauen oder Ideen, was man ansprechen kann als Gesprächsthema, immer in die Kommentare damit. Nehme ich sehr, sehr gerne an mich. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie eine Frage habt, hey du, was hältst du denn davon? Was hältst du denn davon, dass die Banane gelb ist und krumm? Dann spreche ich darüber. Jetzt mal so als Beispiel. Natürlich ist das ein dämliches Beispiel, ich weiß. Aber wenn ihr irgendwie und was habt, dann rede ich gerne darüber, gerade bei solchen Folgen, wo man Terraform tut. Da sind Gesprächsthemen Gold wert. Ich habe auch ein paar auf Lager, paar Gesprächsthemen, die ich damals mal angesprochen habe, die aber vielleicht wie aktuell sind oder generell jetzt schon so lange her sind, als ich da wirklich nicht mehr drüber geredet habe. Da müsst ihr mich einfach fragen, in die Kommentare schreiben, einfach fragen. Und dann spreche ich darüber. Ich versuche auch das Let's Play möglichst aktuell zu halten. Dazu sei aber gesagt, dass ich in 2 Wochen für eine Woche im Praktikum bin. Also, ja gut, in 2 Wochen ist vielleicht relativ gesagt. Ab dem 13. Juli. Da könnt ihr ja schon ein bisschen mehr mit anfangen, weil dieser Part wird ja, denke ich mal, erst in einer Woche oder so für mich rauskommen. Also, seid darauf gefasst, dass vielleicht 1 bis 2 Wochen trotzdem noch Verzögerungen sind. Das ist durchaus möglich. Aber mehr als 2 Wochen möchte ich das eher weniger. Ja, ich werde dann auch dann nachher schon anfangen, die Parts fertig zu machen. Muss auch erstmal generell schauen, wie sahen die Thumbnails aus. Und generell so. Und die ersten 2 Parts hier, die ich ja im letzten Jahr noch aufgenommen habe, die muss ich ja auch noch erstmal fertig machen. Das stört mich so ein bisschen, dass ich da das aufgenommen habe. Weil so wirklich den Comeback konnte ich erst in der 3. Folge dann halt feiern. Ich habe ja da kurz noch mündlich noch angekündigt, dass das noch eine ältere Folge ist. Damit ihr wenigstens Bescheid wisst.
Aber naja. So, die Aufnahmesession ist jetzt so langsam beendet. Ich werde jetzt nur noch kurz. Ja, ein Stack werde ich dann jetzt nur aufbrauchen. Oh. Ich habe kein Stack mehr mit dabei. Na toll. Egal. Es ist erstmal nur ein bisschen Terraforming. Vielleicht werden wir bis dort vorne machen. Das sieht zwar vielleicht auf den ersten Blick nach viel aus, aber es ist nicht viel. Wenn man hier labert, ihr zuhört. Ihr könnt ja nebenbei auch Minecraft spielen, falls ihr zwei Bildschirme habt oder irgendwas anderes hocken. Minecraft ist ja sowieso so ein Projekt, wo man einfach drauf loslabert und drauf losbaut. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession von Minecraft wieder. Ich hoffe mal, euch gefällt wieder dieses Projekt, dass das auch endlich nicht mehr pausiert ist. Und bis dahin, euch noch viel Spaß und bye bye!